Hallo und herzlich willkommen zum Dusima Talk, der E-Learning-Plattform für frühkindliche Bildung. Mein Name ist Ursula Günster-Schöning, ich bin Weiterbildnerin, Coach und Prozessbegleiterin und moderiere diesen Pädagogik-Talk ab der ersten Stunde. Dusima steht für Qualität, Innovation und frühkindliche Bildung und hat diesen Pädagogik-Talk Anfang 2020 ins Leben gerufen. Seitdem laden wir einmal im Monat, immer dienstags nachmittags um 15 Uhr, zu einem Pädagogik-Talk ein mit unterschiedlichsten Gästen, interessierten Experten und Pädagogen zum Austausch. Mein Gast heute ist Professor Dr. Malte Mienert. Herzlich willkommen. Hallo aus Berlin. Schön, dass du da bist. Unser Talk richtet sich an pädagogische Fachkräfte, Leiterinnen und Leiter und pädagogisch Interessierte. Wir freuen uns, dass heute wieder sehr viele zugeschaltet sind und von daher begrüße ich alle, die da sind. Ein herzliches Willkommen. Wir gestalten den Talk für alle die, die neu dabei sind, immer ganz innovativ oder beziehungsweise interaktiv. Das heißt, wir laden Sie ein, sich zu beteiligen mit dem Chat. Wir haben Fragen an Sie vorbereitet. Es wäre schön, wenn Sie mitmachen würden. Also nicht nur wir talken und Sie hören zu, sondern wir machen es hier gemeinsam. Und deswegen wechseln wir auch immer gerne in das pädagogische Du und ich würde das an dieser Stelle jetzt auch tun und freue mich, dass ihr alle da seid. Und ihr, das ist für uns immer ganz spannend, wer denn dabei ist und deswegen würde ich wie gewohnt immer wieder erst mit einer kurzen Frage beginnen. Und zwar interessiert es uns, aus welchem Bundesland seid ihr denn heute dazugeschaltet? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, kurz abzustimmen und uns aufzuzeigen, aus welchem Bundesland ihr da seid. Und ich kann das jetzt schon sehen, die Grafik füllt sich. Viele, die jetzt schon klicken, ein großer Überhang ist heute aus Berlin. Woran mag das wohl liegen? Vielleicht an unserem Gast, der auch aus Berlin kommt. Aber manchmal ist es eben auch so, dass aus vielen unterschiedlichen Bundesländern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeschaltet sind. Ja, also die meisten haben abgestimmt. Wir sind heute über 50 hier im Raum. Und ich würde jetzt gerne einmal die erste Befragung damit auch schon stoppen und gebe mal die Ergebnisse preis, dass wir alle mal drauf gucken können. Und im Moment gestaltet es sich so, dass wir wirklich sehr viele dazu geschaltet haben, die aus Berlin kommen, aber auch aus Niedersachsen sind sehr, sehr viele da. Aber wie man sehen kann, auch aus den anderen Bundesländern, alle gut vertreten. Eine zweite Frage, die wir am Anfang immer hinterher schalten, ist die Frage, was macht ihr denn beruflich, wenn ihr nicht hier bei uns beim Dusima Talk seid? Auch da würde ich bitten, dass ihr euch mal eben einloggt und einklingt, indem ihr abstimmt und uns aufzeigt, was macht ihr denn so? Wir haben ja auch schon einige Gäste, Teilnehmende, die ganz häufig dabei sind, also treue Seelen, die immer wieder kommen. Das freut uns natürlich besonders, weil wir immer wieder spannende Gäste haben und sehr, sehr interessante Talks. Ich schaue jetzt auch mal, heute ist der ganz große Überhang, was ich jetzt schon so sehen kann, aus dem Kita-Bereich und aus dem Bereich der Krippe, also dem U3-Bereich, Kinder unter 3 Jahren. Und auch auf dem offenen Ganztag, was ich ganz, ganz spannend finde. Und auch da haben die meisten schon abgestimmt. Deswegen würde ich die Ergebnisse auch einmal präsentieren. Und wie man sehen kann, fast 60% aus dem Kindertagesstättenbereich. Dann haben wir aber auch noch wieder einige sonstige. Da verbirgt sich manchmal immer interessierte Menschen hinter. Wenn Sie Lust haben, können Sie uns im Chat noch mal reinschreiben, was denn hinter sonstigen zu finden ist. Und wir haben aber auch einige Auszubildende oder Studenten und Studentinnen dabei. Und auch Familienzentren und die Tagespflege. Also ein breiter Mix an interessierten Menschen. Und von daher, ja, freue ich mich, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt, heute dabei zu sein. Wir haben auch ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Der Wind der Veränderung weht immer. Einige sagen, Veränderungen gehören doch zum Leben dazu. Die muss man proaktiv annehmen, offen sein für Neues und sich den Herausforderungen stellen. Ja, und andere wiederum, die verkriechen sich, machen sich klein, wenn Veränderungen kommen und sitzen es mehr oder weniger aus. Und deswegen gibt es auch so unterschiedliche Standardfloskeln und manchmal auch Killerphrasen, die man hier und da hört. Die bekannteste ist, glaube ich, ja, aber. Und diese Ja-Abers, die begegnen uns im pädagogischen Alltag ganz häufig. Oder eben auch sowas wie, nein, das haben wir schon immer so gemacht. Oder
ah ja, das geht bei uns nicht. Oder ja, da müssen wir mal drüber nachdenken, aber im Moment nicht. Und ja, mein Gast heute, Professor Malte Mienert, ich kenne ihn schon ein bisschen länger, deswegen duzen wir uns auch und das passt ja auch gut zu unserem Format, hat dazu sogar ein Buch geschrieben. Ja, das haben wir schon immer so gemacht, also so die Ja-Abers. Wie kommt man denn darauf, über dieses Thema ein Buch zu schreiben? Das interessiert mich natürlich brennend, neben anderen Themen auch und ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat und dass wir uns jetzt die Zeit nehmen können. Und damit rolle ich auch den Ball rüber und meine erste Frage ist, Malte, ganz ehrlich, warum ist das so ein Herzensthema von dir gewesen, dass du darüber ein Buch schreibst, über die Ja-Abers? Danke erstmal für die Einladung. Das freut mich sehr, dass wir hier plaudern können, jetzt auf dieses Format und uns hier austauschen können. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt auf den Chat. Also seid so mutig, schreiben so ein bisschen rein Ihre Kommentare und Ihre Gedanken, weil Sie haben wahrscheinlich auch Herzensthemen. Wir haben uns ja abgesprochen und diese Frage nach den Herzensthemen, die hat mich nach unserem Vorgespräch lange beschäftigt. Was ist denn so mein Herzensthema, mein Anliegen? Ich bin ja seitwärts reingerutscht in die Fortbildungslandschaft, das muss ich sagen. Ja, ich komme ja aus der Wissenschaft, das hat man ja im Titel schon gehört, und ich bin von Beruf Psychologe, bin kein Pädagoge. Ne? Bei der ganzen Aufzählung der beruflichen Fachgruppen, da habe ich noch meinen Buchstaben gesucht. Was kann ich da drücken? Als Psychologe sieht man die Welt ein bisschen anders. Ja? Und manche gucken dann ganz merkwürdig, jetzt kommt ein Psychologe. Meine Schwerpunktgebiete sind Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie. Und als Entwicklungspsychologe geht es um Veränderung. Ja, wir beschreiben also die Veränderung von Menschen. Und als mir dann irgendwann die ganze Wissenschaft zu viel war, ich mache es ja immer noch, ne? Ich muss das vorsichtig sagen, ja, ich bin ja weiter im wissenschaftlichen Kontext unterwegs. Und ich dachte, ja, nicht nur Glas und Elfenbeinturm, da habe ich dann mein kleines Täschchen gepackt und bin losgezogen in pädagogische Einrichtungen, um das, was mir aus psychologischer Sicht wichtig ist, auch in die Einrichtung zu bringen. Und das mache ich jetzt schon seit 20 Jahren und bin unterwegs. Und staunen, dass es dann doch in vielen pädagogischen Einrichtungen dann doch immer wieder an den gleichen Stellen hakt. Irgendwie, ja, dann denke ich, Mensch, wir haben schon so oft drüber geredet und was passiert denn? Eigentlich sollte sich alles ändern. Da kamen irgendwann die Bildungspläne der Bundesländer und alles sollte neu ausgerichtet werden. Und doch ist manche Einrichtung doch noch recht traditionell, ich sag's mal vorsichtig. Und auch manche Erzieherin, ob jung oder alt, denkt recht traditionell. Und da komme ich mir manchmal so vor, wie als ich selber noch in der Kita war, im Kindergarten. Kommt eine Mein Wunsch. Rückmeldung, darf ich mal eben reingrätschen, Malte, dass du sehr leise bist. Ich Kannst du kann mal noch? versuchen, das so in die Hand zu nehmen. Ist es dann Das ist besser? viel besser, ja. Ja? Dann mache ich das ein bisschen wen haben wir denn? Roland Kaiser, sage ich mal. Gut. Nee, danke für den Hinweis. Ja, das ist, glaube ich, doof, wenn man dann so genau hinhören muss und nichts hört. Also mein Gedanke, was ich für die Zukunft, für die Einrichtung mir wünsche, dieses Herzensthema, was ich habe, wirklich die Zukunft in den Blick zu nehmen. Ja, wir müssen uns überlegen, die Kinder, die wir heute begleiten, die heute 2 Jahre sind, 3 Jahre oder auch 10 Jahre alt sind, die leben über das Jahr 2100 hinaus. Ja, und wenn wir sagen, dass wir Kitas und Hort nicht nur als Betreuung verstehen, wo die Kinder aufgehoben sind tagsüber, sondern als echte Bildungseinrichtung, dann würde ich mir wünschen, dass die Erzieherinnen, Erzieher, die pädagogischen Fachkräfte tatsächlich an das Jahr 2100 denken. Vielleicht sogar länger. Es gibt ganz verrückte Leute, die heute sagen, die Menschen, die heute geboren werden, die werden 150 Jahre alt. Und dann reden wir schon über 2170. Und dann frage ich mich, wie wird die Welt aussehen? 2100, 2150? Wie werden die Menschen leben? Wie wird man sich ernähren? Wie wird man sich fortbewegen? Und bereitet die Kita und der Hort von heute tatsächlich auf diese Zeit vor? Ja? Frage mich, wie wurde ich selber vorbereitet? Was hat meine Tante Traudel damals gemacht, um mich auf das Leben in der Zukunft vorzubereiten? Und ich bin heute noch im Kontakt mit ihr und sie sagt immer, ich habe es doch nicht gewusst. Ich wusste nichts von einem Internet, ich wusste nichts von neuen Technologien, dass die ganze Welt sich ändert, neue Blöcke entstehen, neue Reisefreiheiten auftauchen. Das habe ich nicht gewusst. Und was wir heute wissen, ist, dass sich das Leben über Nacht völlig ändern kann. Das haben wir durch die Corona-Pandemie erfahren. Das haben wir durch den Krieg in der Ukraine erfahren. Über Nacht ist alles anders. Und deswegen meine Bitte an die pädagogischen Fachkräfte, denken Sie an die ungewöhnlichsten Kombinationen in der Zukunft, an das, was alles passieren kann. Und überlegen Sie, was wir tatsächlich den Kindern mitgeben können, damit sie auf unvorhersagbare Zeiten vorbereitet sind. Auf ein Leben, von dem wir nicht mal ahnen, wie es aussehen könnte. Das vielleicht so als erster Gedanke. Die Rezepte von früher, die bei uns mehr schlecht als recht funktioniert haben, die werden für die Gegenwart schon kaum noch ausreichen.
Aber das pädagogische Leben für die Zukunft, wie das man das gestalten kann, das pädagogische Leben heute. Ich bin genauso ratlos wie die anderen auch. Aber ich weiß, es kommen verrückte Zeiten auf uns zu. Vielleicht doch ein bisschen mehr Computer als basteln. Vielleicht doch ein bisschen mehr Internet als, jetzt brauche ich mal keine prickeln. Ich weiß es nicht. Mir fallen jetzt keine Dinge ein. Aber vielleicht ein bisschen moderner denken und der Zukunft einen Schritt entgegenkommen und nicht zu sehr am Alten festhalten, was vielleicht uns heute hilft, wenn überhaupt, aber ganz sicherlich nicht für die Zukunft. Ja, und ich glaube, also das eine ist ja jetzt so ein bisschen reinstochern ins Westennest, ja, nach dem Motto, Internet, oh, das böse Wort gesagt habe. Naja, sagen wir es mal so, also das eine ist ja zu sagen, vielleicht von dem einen mehr und dem anderen weniger, manchmal ist es ja eine gesunde Symbiose, so ich muss nicht alles aufgeben, was alt ist, nur weil Neues kommt, gleichwohl muss ich manchmal auch was wegtun, um die Hände frei zu haben für was Neues, und es gibt ja auch noch ganz viele Sachen mehr, wo wir sagen, da haben wir auf strukturelle Rahmenbedingungen wenig Einfluss und gleichsam brauchen wir Lösungen dafür. Ja. Und dieses, was du sagst für die Zukunft, auf der einen Seite begleiten wir die Kinder im Hier und Jetzt und jetzt ist die Zukunft der Kinder und wir denken aber auch auf die Zukunft, wenn sie junge Erwachsene sind. Und da spielen meiner Meinung nach viele Dinge eine ganz große Rolle. Unter anderem jetzt im Moment zum Beispiel der massive Fachkräftemangel, den wir haben. Ich habe es schon gesehen, ne? Genau, ja, der kam gerade schon auch durch den Chat nochmal dazu und im Grunde das Thema auch, was brauchen unsere Kinder im Hier und Jetzt, wenn wir sagen, wir können nicht an 20, 80, 90, 100 denken, weil wir gar nicht selber wissen, was da ist. Ja, und wir haben ja gesagt, ja, aber es sind dann manchmal auch die Bremser, wenn man neue innovative Dinge ausprobieren will. Ich würde gerne vielleicht damit starten, dass wir einfach auch mal unseren Teilnehmern den Ball zurollen und dahingehend gucken, was sind denn die Ja-Abers, denen Ihnen im Alltag begegnen und wo Sie sagen, das sind manchmal sogar Bremser im Prozess. Und dass wir da vielleicht das ein oder andere Beispiel uns nochmal angucken. Und du hast ja auch gesagt, du würdest gerne auch nochmal so einen kurzen Input leisten, so ein Statement abgeben und dann können wir gut anfangen, uns einzuschwingen, auch mit den Teilnehmenden. Ist das okay für dich? Ja, dann, sehr. Dann poste ich mal meine Frage, die ich vorbereitet habe, in den Chat, nämlich welche Traditionen oder Rituale bestehen eigentlich in euren pädagogischen Einrichtungen, in eurem pädagogischen Alltag? Wo sagt ihr, da sind sie gerechtigt? Also wo ihr sagt, da halten wir auch dran fest, weil sie stabilisieren, Sicherheit geben, wichtig sind. Vielleicht müssen wir sie sogar rüber retten in die neuen Jahre, die kommen. Und wo sagt ihr, da sind sie aber auch unberechtigt und wir schaffen es aber auch nicht, uns davon zu lösen. Ich bin mal gespannt, was kommt. Vielleicht kann ich als Ergänzung sagen, wenn Sie darüber nachdenken, ich habe jetzt das Wort Internet und neue Technologien, das ist ein Teil von vielen. Ja. Machen Sie es mal anders, gehen Sie einfach mal Ihren Tagesablauf durch. Genau, jetzt kommt schon der strenge Tagesablauf. Ja. Einfach mal sich so einen Tag eines Kindes angucken, von morgens, wenn die Kinder kommen, bis nachmittags, wenn sie gehen. Schauen Sie sich auch mal so einen Wochenverlauf an. Gibt es da Bestimmtes, was montags stattfindet und immer dienstags und immer mittwochs? Vielleicht auch mal einen Monatsverlauf, Stichwort Geburtstagsfeiern, ne? Oder vielleicht auch mal einen Jahresverlauf. Gibt es da innerhalb des Jahreskreises so ganz feste Traditionen, Rituale, wo Sie sagen, naja, das machen wir so, weil das immer schon so war. Aber wir haben irgendwann den Kontakt dazu verloren, warum wir das eigentlich tun. Ja? Was den Kindern das möglicherweise nutzt für die Zukunft. Ein Argument, was ich dann noch ergänzen würde, ist immer dieses, es schadet ja auch nicht. Ne? Oder es hat uns ja auch nicht geschadet. Das ist so ein ganz gefährliches Argument, weil ich immer denke, eine pädagogische Einrichtung, die soll ja nicht schaden, sondern sie soll ja nutzen den Kindern. Hm. Ja, also nochmal so Tagesablauf, Wochenverlauf, Monatsverlauf anschauen, Jahresverlauf. Und gibt es also Traditionen und Rituale, wo Sie sagen, da würde ich gerne drauf verzichten. Wenn es andere gibt, wo Sie sagen, die wollen wir beibehalten, dann rede ich Ihnen auch nicht rein. Wissen Sie, da werde ich keine Lebenszeit verschenken, dann machen Sie es eben, dann machen Sie es. Ja, ich finde, da muss man loswerden, da braucht man Argumente dazu. Genau, und da kamen schon ein paar Sachen, da können wir gleich mal drauf gucken. Also wenn ich in den Einrichtungen bin, als Weiterbildnerin und dann so an diesen Prozess komme, wo das Team so auch mit sich ringt, da sage ich auch immer, Tradition ist die Verehrung des Feuers.
und nicht das Herumtragen der kalten Asche. Also so, wann kam denn diese Tradition zu uns oder diese Regel und passt die eigentlich heute auch noch? Aber ich nehme mich jetzt mal weg, weil da ploppt es jetzt auf im Chat und da kommen unheimlich viele Sachen, wo wir jetzt mal drauf gucken können. Angefangen vom strengen Tagesablauf bis hin zu jahreszeitlichen Festen mit den immer gleichen Lieder und Vorbereiten, ne, wo man sagt, ist noch zeitgemäß, ne? Ja, mir fällt auch mal so ein, das Muttertagsgeschenke basteln, also so Sachen. Ja. Also mal gleich, wenn man nicht mehr weiter weiß, macht man einen Morgenkreis. Oh, du bist böse. Der Morgenkreis hat ja auch wieder pädagogische Hintergründe. Naja, aber jetzt kommt das, was immer passiert. Wir beide streiten uns von der Pädagogik zur Psychologie und wieder rückwärts. Ne? Genau. Ich frage mich ja dann immer, was es nutzt. Wobei der pädagogische Blick ist auch sehr auf die ganze Gruppe und die Einrichtung gerichtet. Vielleicht machen Sie sich ein paar Notizen dazu, weil Sie bekommen ein großes Materialpaket von uns. Das müssten wir vielleicht mit ankündigen. Da sind auch ganz viele Texte, weil Sie sind ja heute in Doppelfunktionen da. Sie hören unseren Ausführungen zu, meinen Ausführungen zu, aber Sie sollen es ja auch ins Team transportieren. Vielleicht machen Sie sich so ein paar Notizen zu den kleinen frechen Sprüchen, die ich da auch bringe, und dann trauen Sie sich, die auch mit anzubringen, weil letztendlich irgendjemand wird dann mal dran tippen müssen an den Traditionen. Irgendwann wird es da mal jemand machen müssen und man stößt nicht automatisch auf Begeisterung, wenn man an den liebgewordenen Ritualen rüttelt. Ja, ich habe damals. Lass uns doch mal ruhig deinen Morgenkreis nehmen, weil der jetzt auch in dem Chat auftauchte, auch dass es lang dauert. Zu streng ist, immer wieder so, auch gerade für die Allerkleinsten. Wie ist denn deine Haltung dazu? Du hast gerade schon gesagt. Ich werde nachher, wenn ich in den theoretischen Ausführungen drin bin, noch ein bisschen weiter ausholen müssen. Weil es geht um ein grundsätzliches pädagogisches Verständnis, was sich geändert haben sollte, es häufig aber im Alltag noch nicht tut. Die klassische Pädagogik, ich muss ein bisschen ausholen, sonst kann ich nicht sagen, Morgenkreis schlecht oder nicht, sondern es muss von einer gewissen pädagogischen Haltung getragen sein, warum ich Dinge tue. Und da kann es auch durchaus sein, dass man zum gleichen Ergebnis kommt, aber mit einer unterschiedlichen Haltung getragen. Die klassische Pädagogik war fremdbildungsorientiert. Das heißt, die Erzieherin weiß, was die Kinder wissen sollen. Die Erzieherin weiß, was die Kinder können sollen. Und sie hat ihren Plan im Kopf. Viele aus der Ausbildung kennen das noch heute. Dieses Grobziel, Feinziel, methodische Umsetzung, Materialplanung, Zeitplanung. Ich sage mal klassische Pädagogik, das wird für Auszubildende heute noch in den Prüfungen so abgefragt. Ne? Grobziel, Feinziel, das heißt, ich weiß etwas, was in die Kinderköpfe rein soll. Ich kann etwas, was die Kinder von mir lernen sollen. Dazu brauche ich ein Ziel und die klassischen Ziele waren dann immer Stifthaltung, Schere schneiden, Rechts-Links-Unterscheidung, den eigenen Namen schreiben, Schnürsenkel binden, die Grundfarben beherrschen. Ja, die Liste war lang. Und wenn man die Kinder dann in die Schule kommen, wird es ja noch viel, viel länger, die Liste. So, das muss ich den Kindern beibringen. Und die klassische Fremdbildung ist an ihre Grenzen gekommen. Das Bildungssystem in Deutschland, das war dann in den PISA-Studien sehr deutlich, funktioniert nicht. Mittelgut, klassische Fremdbildung. Und da gab es einen Beschluss und die Jugendminister haben darauf gedrängt, dass das in allen Bundesländern durchgesetzt wird. Wir setzen auf Selbstbildung der Kinder. Die Kinder liefern ihre eigenen Themen. Wir beobachten die, dokumentieren die und richten unsere Arbeit an den Themen aus. Und das geht nicht mit Fremdbildung. Ich kann ja nicht wissen, welche Themen die Kinder morgen haben. Sie spielen und sie brauchen die Zeit zum Spielen, damit sie an ihren eigenen Themen arbeiten können. Und mein großes Problem mit allen Ritualen im Alltag, vielleicht damit Sie das auch verstehen, warum ich da so an diese Rituale und an die Traditionen ran will, sie schaden möglicherweise nicht. Der Morgenkreis schadet nicht. Aber er ist eine Fremdbildungseinrichtung. Die Kinder werden aufgefordert, sich hinzusetzen und sich zu äußern nach einer bestimmten Vorgabe, die auch von den Erwachsenen kommt. Vielleicht schadet es nicht, aber es nimmt den Kindern wieder Zeit für die Selbstbildung. Und beides steht im Widerspruch. Wir wollen Fremdbildung, wir wollen den Kindern was beibringen. Und auf der anderen Seite brauchen sie Zeit zum Spielen, wo sie ihren eigenen Themen folgen können. Und je mehr Traditionen, je mehr auf Rituale in den Einrichtungen herrschen, umso knapper wird die so ohnehin schon so knappe Zeit, wo die Kinder einfach mal an den eigenen Themen in Ruhe arbeiten können, ohne unterbrochen zu werden. Und ich werde immer für die Selbstbildung kämpfen. Und das heißt, wir müssen den Kindern den Rücken frei halten. Sie brauchen Zeit dafür. Und jetzt zum Essen. Und jetzt zum Schlafen. Und jetzt zur Vesper. Und jetzt zum Morgenkreis. Und jetzt noch was für die Mama basteln. Und das noch und das noch und das noch. Immer wieder wird eingegriffen und die Zeit, wo die Kinder tatsächlich mal in Ruhe arbeiten können, wird knapper. Wenn ich jetzt zum Morgenkreis zurückkomme, er wird mir ja zum Teil in den Einrichtungen angekündigt als eine Möglichkeit, die Themen der Kinder zu erfassen. Deswegen ist der Morgenkreis ein kompliziertes Thema. Ne? Da wird ja gesagt, Herr Minert, wir sitzen ja zusammen.
damit die Kinder ihre Themen erzählen können. Und dann können wir die Themen aufgreifen. Und dann sage ich, Vorsicht, wer äußert sich denn tatsächlich im Morgenkreis? Es sind doch in der Regel immer dieselben Kinder. Ne, was wollen wir heute machen, Kinder? Tina sagt, Fußball. Ja? Und das nächste Kind sagt dann, wie es auch bei Kollegen manchmal so ist, ich sage das jetzt mit einem Augenzwinkern, ich schließe mich der Meinung meiner Vorrednerin an, auch Fußball. Und die Kinder sagen dann alle Fußball. Und die Erzieherin würde dann am Ende des Tages sagen, ich habe an den Themen der Kinder gearbeitet, ich habe beobachtet und dokumentiert. Und wir haben uns am Thema der Kinder orientiert und Fußball gespielt. Und dann sage ich, Vorsicht, sie haben nicht an Themen der Kinder gearbeitet, sie haben Thema vom Tina gearbeitet. Ja, die anderen Kinder, die haben sich, ich weiß gar nicht, was gerade bei den stillen, braven, leisen Kindern im Kopf vorgegangen ist. Geäußert haben sich wieder die, die am lautesten gerufen haben. Und deren Themen wurden umgesetzt. Und deswegen muss ich sehr kritisch fragen, eignet sich tatsächlich ein Morgenkreis dafür, die Themen der Kinder zu erfassen? Für Krippenkinder sage ich auf alle Fälle, nein, eignet sich nicht. Krippenkinder in der Regel wissen nicht, was sie da sollen, machen brav mit. Aber haben, was auch immer im Kopf gerade vorgeht, Thema eines Morgenkreises, weiß ich nicht. Für Kindergartenkinder sage ich, wenn sie es freiwillig mitmachen und Spaß dran haben, habe ich nichts dagegen. Aber es darf keine Pflichtveranstaltung sein. Ja. Und für die größeren Kinder in der Hort oder in der Grundschule, die meisten sagen, wir haben es gemacht, weil das so ist. Aber haben wir offen über unsere Themen diskutiert? Ich glaube, dazu eignet sich doch eher das Zweiergespräch der Kinder untereinander oder eine Fachkraft mit einem Kind. Mein Grundgedanke, bitte nicht die einzelnen Punkte durchgehen, sondern sich immer wieder fragen, wie viel selbstbestimmte Zeit haben tatsächlich die Kinder im Alltag? Wie viel fremdbestimmte Zeit ist da? Wie viel Zeit bleibt den Kindern tatsächlich, ohne unterbrochen zu werden, an ihren eigenen Themen zu arbeiten? Und der Alltag der Kinder, und das sehe ich schon im Chat, ist voll mit Unterbrechungen. Immer wieder wird man unterbrochen in seiner Tätigkeit, immer wieder, weil ein Erwachsener glaubt, das, was ich jetzt will, Fremdbildung ist wichtiger für die Kinder, als was die Kinder selbst wollen. Jetzt wollen wir in Diskurs eintreten und ich kann das, was du beschreibst und auch gerade ausgeführt hast, auch sehr gut nachvollziehen. Und gleichwohl kommt dann ja eben dieser Blick in der Praxis, dass ja auch da bemängelt wird. Wir haben oft zu wenig Zeit und es ist zu hektisch und zu viel, was draufgepackt wird. Ja. Und gleichwohl auf der anderen Seite eben auch dieses, ja, aber, und da sind sie dann wieder, wir müssen doch aber auch dokumentieren und wir müssen doch auch aufzeigen und wir machen doch auch Sprache im Morgenkreis und wir haben doch ganz, ganz viele Themen, die den Kindern auch wichtig sind, die haben wir ja beobachtet. So, was wäre denn für dich ein guter Weg? Entweder oder ist ja das eine. Geht es nicht auch sowohl als auch? Würdest du sagen, Morgenkreis kann ja auch Sprachbildung sein, kann auch Gemeinschaftsgefühl, kann Zugehörigkeit vermitteln. Ich muss dann nur beachten, wie alt sind die Kinder und wie lang sitzen wir zusammen und was machen wir? Oder eben auf freiwilliger Basis, was wäre da so von deiner Sicht aus eine gute Herangehensweise? Der Morgenkreis. Das ist halt der Morgenkreis. Ja, und ich sehe ja hier noch viel, viel mehr Punkte. Ne? Die Regeln beim Essen, die Regeln beim Schlafen, die vielen Festlichkeiten. Ja, wir müssen uns fragen, was ist die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft? Was ist die eigentliche Aufgabe? Und die meisten pädagogischen Fachkräfte sind mit dem Gedanken in das pädagogische Leben geschickt worden. Ich muss anleiten, ich muss steuern, ich muss was vorgeben, ich muss Aktionen vorantreiben, ich muss animieren die Kinder, ich muss Ideen haben, wenn Langeweile kommt. Also die Rolle der Fachkraft als Steuernde wurde sehr betont, nach wie vor auch in der Ausbildung. Und viele Fachkräfte sagen sich dann, das ist durchaus etwas, worüber wir auch nochmal reden müssen, wenn ich jetzt gar nichts mache, wenn ich jetzt die Kinder einfach spielen lasse, bin ich dann nicht überflüssig? Ja, was ist denn da meine Aufgabe? Ich muss doch irgendwas tun. Ja, oder wie sieht das aus, wenn die Eltern mich sehen und ich einfach nur da sitze und beobachte? Oder was sagen die Kollegen dazu? Freche Elternfragen kommen, dann habt ihr wieder nur gespielt oder habt ihr auch was gelernt? Ja, oder ihr macht ja gar nichts mehr, ihr bringt ja gar nichts mehr mit. Die klassische Tradition, so wie ich auch aufgewachsen bin, in Kita und in Schule, im Hort war so, die Erwachsenen haben die Themen, die geben vor. Ja, und jetzt auf einmal sollen wir anders arbeiten mit den Kindern, eher in eine passivere Rolle gehen. Es fällt vielen Fachkräften total schwer. Passiv, die Rollen, die Kinder, die geben die Themen vor, den Alltag vor. Eine Einrichtung, das fand ich total super, hat die Uhren abgeschafft. Vielleicht mal so als Tipp. Hat gesagt, wir haben keinen Tagesplan mehr, wir machen keine Uhren mehr. Wir machen das, wir essen, wenn wir Hunger haben zusammen und wir schlafen, wenn wir müde sind. Das fand ich irgendwie großartig. Ja? Aber es ist auch totaler Mut, da so abzuweichen von den Plänen.
weil viele Pädagogen fühlen sich in der passiven Rolle der Begleiterin und der Beobachterin der Kinder, fühlen sich nicht zu Hause. Ja? Und ich kann das verstehen. Ich habe es ja leichter. Dieser Druck, der auf den pädagogischen Fachkräften lastet, und ich sehe es ja im Chat hier zum Beispiel, was ist mit der Vorschule? Und die Kinder in der Schule müssen doch auch an einem Zeitplan und man muss die Kinder darauf vorbereiten. Und das Leben stellt viele Forderungen. Dieser Druck auf den Fachkräften, das tut mir richtig leid. Ich möchte gerne den Fachkräften so diesen Druck von den Schultern nehmen. Aber der ist da. Der kommt nicht von den Kindern. Das muss man immer wieder dazu sagen. Der Druck, diese, was alles geschafft werden muss, das kommt nicht von den Kindern, sondern das sind Eltern, die das einflüstern. Das sind Kolleginnen und Kollegen, das ist der Träger. Gesellschaftliche Vorstellungen hier, was alles geschafft werden muss. Und der kommt natürlich auch von der Fachkraft selbst, die ihren Plan im Kopf hat. Gibt es noch staatliche Vorgaben, einen Bildungsplan. Und dann gibt es noch einen in der Schule, den Lehrplan. Dieser Druck kommt von außen. Und mit diesem Druck umzugehen und die Prioritäten dazu setzen, was ist wirklich wichtig? Was muss ich machen, damit es den Kindern in der Zukunft gut geht? Und was kann ich auch weglassen? Ich glaube, da sind viele Fachkräfte auch allein gelassen damit. Ja? Wenn Sie jetzt zwei Fachkräfte nebeneinander stellen, die eine, die ist immer in Aktion und die hat die tollsten Ideen. Und am Ende des Tages stehen die ausgearbeiteten Bastelarbeiten auf dem Regal. Und die schafft es auch, ich sag's mal unter Anführungszeichen, die frechen Jungs mal dazu bekommen, etwas auszuschneiden. Ja, und die schafft es, dass alle Kinder an der Vorlage sich orientieren. Das ist die eine und die andere, die sitzt da und da wird getobt und gerannt bei ihr. Und sie schafft es mit einem Kind, sich mitten in den Trubel hinzusetzen. Sich einfach mit diesem einen Kind auszutauschen, ohne sich vom Trubel wegtragen zu lassen. Wenn man von draußen drauf guckt, wer würde denn aus gesellschaftlicher Sicht die bessere Erzieherin sein? Wer würde aus der Sicht der Eltern die bessere Erzieherin sein? Und ich habe die Befürchtung, nach wie vor die Macherin, die Anleiterin, die Steuerin würde im gesellschaftlichen Ranking besser abschneiden, weil sie die Kinder so gut führen kann. Jetzt hast du ja gerade, da muss ich mal einmal reingrätschen. Sehr gerne. So zwei Pole beschrieben. Ja, so schwarz und weiß. Ich persönlich bin so, es gibt auch ganz viel Grau dazwischen. Ja, wir haben ja auch wirklich sehr positive Entwicklungen, gerade jetzt durch das Thema Kinderrechte ernst nehmen, Partizipation, Beteiligung, bewusste Abgeben von Macht an Kindern, Erzieher und Erzieher, die wirklich sehr auch in die zweite Reihe treten und gucken, wie kann ich, ohne jetzt einzugreifen, trotzdem aber auch ein bisschen Struktur geben, weil einige Kinder brauchen auch Struktur in unserer teilweise wilden Welt, was um sie herum passiert. Und andere wiederum, die sagen, wir versuchen das, was so im Alltag für die Kinder wichtig ist, in den Vordergrund zu rücken, uns auch wegzunehmen. Und es ist so ein Ausbalancieren. Und mal muss ich mehr und mal muss ich weniger. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist so, das hört sich, ich mach's mal ein bisschen, wir wollen uns ja auch ein bisschen reiben aneinander, so Sozialromantik. Ha, die machen alle und dann treffen sich die Kinder und jeder spielt, was er will und macht, was er will und alles läuft super. So ist es ja auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch genau die Krux, wo die eine oder andere Erzieherin oder der ein oder andere Erzieher sagt, genau wie du es auch gefragt hast, was ist, macht denn eine gute Erzieherin aus? Vielleicht brauchen wir auch ein anderes Wort. Vielleicht müssen wir sagen Bezieher und Bezieherin, nämlich um die Beziehungspädagogik mehr in den Vordergrund zu rücken und weg von dem, ich muss Kinder irgendwo hin erziehen. Wie würdest du das so sehen? Naja, Sozialromantik, ich werde die Sozialromantik gleich aus der Tasche ziehen, das verspreche ich. Ja, das wird gleich kommen. Und das, was du beschreibst als sozialromantisch, da sage ich, das war für uns Realität gewesen. Und jetzt gucke ich in meine Kindheit rein, in meine Vergangenheit. Das war für uns nichts Sozialromantisches, sondern das war tagtägliches Geschehen, dass die Kinder spielen, sich stundenlang beschäftigen, sich nicht langweilen und dass kein Erwachsener eingreift, steuert oder regelt. Das war ein Teil meines Lebens gewesen. Schaut, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber vormittags waren wir unter dem strengen Regiment, und ich sage das mit Anführungszeichen, aber unter der Führung von Erwachsenen. Wir waren in der Kita und da gab es die erste Beschäftigung und die zweite Beschäftigung und montags wurde das gemacht und Dienstag das. Bei uns jetzt sage ich, ich bin ja in Ostdeutschland aufgewachsen, das kann ich vielleicht noch zusätzlich sagen, da gab es einen Erziehungsplan, der war für das ganze Jahr vorgeplant. In allen Kitas wurde das gleiche Programm gemacht. Und das wurde abgearbeitet. Die Erzieherinnen haben sich abends hingesetzt und lange schriftliche Ausarbeitungen für den nächsten Tag gemacht, was sie also zu den Kindern sagen werden, konnten schon vorher aufschreiben, was die Kinder antworten werden. Nebenbemerkung, das passiert heute noch in der Ausbildung von Fachkräften, genau solche Sachen aufzuschreiben. Und so war es gewesen und wir haben es gemacht. Fremdbildung pur. Und dann sind wir nach Hause gekommen und dann hatten wir mehrere Stunden am Tag Zeit.
und wir haben Freizeit gehabt und wir haben mehrere Stunden am Tag draußen gespielt und haben gemacht, was wir wollen. Und wir haben gelernt und wir haben uns abgestimmt, wir haben unsere Regeln gehabt. Das waren strenge Regeln, die Kinder untereinander haben sich streng geführt. Wer bei uns mitspielen wollte, der musste sich an die Regeln halten, sonst ist derjenige in den Brennnesseln gelandet, ne? oder an den Baum gebunden oder im Keller eingesperrt. Mehrere Stunden am Tag ohne Anleitung, Steuerung und Regelung von Erwachsenen. Bis dann abends die Turmglocke läutet oder der Bus durchs Dorf fährt oder die Straßenlaternen angingen. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen und dann gab es wieder Fremdsteuerung, ne? Solange du die Füße unter meinen Tisch steckst. Und ja, aber jetzt muss ich mal reingrätschen, Malte. Aber das ist Sozialromantik, was du jetzt machst, weil wir können so nicht gewesen. Ja, ich weiß, ich finde das auch so, aber wir können nicht Sachen, die wir in unserer Kindheit erlebt haben, heute übertragen. Es gibt Dinge, die haben sich einfach mit verändert. Und ich kenne im Moment auch viele Kitas, die gerade in einem riesen Change-Prozess sind, sich wunderbar mit verändern und viele Dinge auf den Prüfstand stellen und sagen, das können wir so nicht mehr weitermachen, weil. Und ich finde so immer eine gute Haltung zu sagen, ich muss nicht sagen entweder oder, sondern sowohl als auch und von außen immer mal gucken, warum machen wir noch etwas. Und das, was du beschreibst, eben so dieses Kind sein dürfen, freie Zeit, das wäre doch, ich beschreibe es immer als Zeitwohlstand in den Kitas, dass Kinder die Zeit für sich haben. Ja. Und gleichwohl auch die Ideen so aufgreifen, die Kollegen haben und sagen, ich mache das freie Spiel kostbar, wertvoll. Ich zeige das Eltern gegenüber, was alles drinsteckt. Und ich muss die auch mitnehmen, die Eltern. Sonst habe ich ja ständig Stress. Ich kann nur dabei bleiben. Der Stress ist das, was ich selber mache. Und wir reden über Selbstbildung und Fremdbildung. Und wenn wir der Meinung sind, und dabei bleibe ich. Und das ist einfach auch ein Gedanke, den ich Sie bitte in den Teams mal zu diskutieren. Wenn ihr der Meinung seid, nicht schwarz oder weiß, nur Selbstbildung oder nur Fremdbildung, nicht nur Freiheit und Autonomie pur, genau, dann kann ich und gut auch werden. Nicht nur hier machen, was der Erwachsene sagt. Wenn Sie der Meinung sind und Ursula, du der Meinung bist, dann sage ich, ja, gehe ich völlig mit. Aber dann bitte auch realistisch sein und sich den Alltag eines Kindes mal heute angucken. Mhm. Wenn ein Kind morgens einfach mal so in einer Dienstberatung zum Beispiel mal den Tag eines Kindes durchschauen und dann mal wirklich fair sein, wirklich fair. Die Augen öffnen und sagen, von dem Moment, wo das Kind morgens aufsteht, bis zu dem Moment, wo das abends die Augen schließt, wo ist denn da der Moment, wo das Kind wirklich mal völlig frei entscheiden kann, was es jetzt tut oder lässt? Ohne dass ein Erwachsener in der Nähe ist, ohne dass ein Erwachsener eine Anleitung gibt, eine Steuerung, eine Regelung gibt. Und ich gucke mir den Tagesablauf von Kindern an und ich kann das nicht mehr finden. Ja, es ist immer irgendwie, die Kinder sind in der ganzen Tag, sie sind länger, als wir es je waren in der pädagogischen Betreuung. Viel länger. Heute bis 15, 16, 17 Uhr. Aber danach geht die Überwachung weiter. Die einen werden vor dem Fernseher geparkt oder vor dem Computer in Sichtweite. Und die anderen, da gibt es noch die Musikschule oder da gibt es noch den Sportkurs und dann gehen wir noch zur Nachhilfe und dann gehen wir gemeinsam einkaufen und dann darfst du dich nochmal vor den Fernseher setzen. Und dann sage ich, wo ist dann da dieser Moment, wo die Kinder mal machen konnten, was sie wollen? Das war für uns Realität gewesen. Und ich könnte jetzt diesen Ball an die Eltern weitergeben und könnte sagen, lasst doch eure Kinder mal 3 Stunden am Tag draußen spielen. Aber das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Diese Zeit ist vorbei. Bin ich völlig auf deiner Seite. Das hat sich völlig geändert. Die Schule wird diese Freiheit nicht geben. Und deswegen habe ich die einzige Hoffnung, die ich habe, sind die Kitas und Horte als Einrichtung, wo noch diese Freiheit auftauchen könnte. Also wenn wir sagen, wir wollen beides für die Kinder, Fremdsteuerung und Selbststeuerung, dann müssen wir ihnen auch beides fairerweise gleichermaßen einräumen. Und im Moment geht aus meiner Sicht der Trend wirklich hin zur Fremdsteuerung. Noch mehr Bildung, noch mehr Projekte, noch mehr Angebote, noch mehr Anregungen. Und dann sage ich, das geht nicht in die Richtung, in die wir gehen wollten, als wir gesagt haben, wir wollen die Selbstbildung in den pädagogischen Einrichtungen etablieren. Nochmal, es spricht nichts gegen den Ablauf. Da bin ich auch bei dir. Es spricht nicht gegen die Rituale. Ja. Aber wir müssen gucken, wo ist dann auf der anderen Seite das Gegengewicht dazu? Also da bin ich voll bei dir. Und auch so dieses, das, was man selber erlebt hat, das macht ja was mit einem. Also so, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ich bin ja schon Schlag älter. Und wenn ich das dann heute sehe auf die heutigen Kinder, da bin ich auch, dass ich denke, boah, das tut mir teilweise leid, dass die diese Freiheit, die wir hatten, nicht mehr haben. Ja. Ja. Und das ist jetzt aber, wo ich denke,
was können wir heute im Hier und Jetzt, wo das ja Lebensrealität der Kinder ist, in den Kitas verändern, um ihnen da vielleicht diese Freiheit, von der du auch sprichst, zu ermöglichen? Und was müssen wir für eine Haltung einnehmen? Was haben wir überhaupt für ein Bild vom Kind, um dann zu sagen, das ist ja immer, die Haltung prägt unser Handeln, was wir tun oder auch vielleicht bewusst weglassen. Und das ist manchmal genau diese Ambivalenz, auch in den heterogenen Teams, dass man manchmal feststellt, wo die einen sagen, und genau das ist jetzt unser Weg, wo die anderen sagen, ja, aber. Und da sind wir ja wieder. Wie können pädagogische Fachkräfte da untereinander gut agieren? Was würdest du sagen? Wie kann man damit umgehen? Also letztendlich dürfen wir uns nichts vormachen. Auch die Kita, auch der Hort wird immer ein Ort der Fremdbestimmung sein. Ja? Wenn die Kinder jetzt die Freiheit hätten, selbst entscheiden zu können, dann würden sie morgens gar nicht kommen. Es ist ein Zaun drum, das Gelände, ich muss mich mit Kindern arrangieren, die ich mir nicht ausgesucht habe, ich muss mich mit Erwachsenen arrangieren. Also die Angst, dass jetzt die Anarchie ausbricht und jeder macht, was er will, die halte ich für unbegründet, unrealistisch. Wenn Menschen aufeinandertreffen in einem vorbestimmten Raum, muss es Regeln und Abstimmung geben. Die Sorge um die Struktur, die du vorhin gesagt hast, und die Rituale, die die Kinder brauchen, die teile ich so nicht. Weil die, entweder sie etablieren sich durch die Erwachsenen, oder sie etablieren sich, was ich mir ja wünschen würde, durch Partizipation, dass die Kinder tatsächlich auch die Regeln und Strukturen in ihre eigenen Hände nehmen. Ja. Und ich weiß aus Erfahrung, das wissen die meisten Fachkräfte, wenn die Kinder die Regeln festlegen, die Regeln sind sehr streng. Ja, die machen zum Teil sehr strenge Regeln. Wenn die Kinder sich Strafen ausdenken, wenn sich jemand dagegen verhält, sind zum Teil so drastische Strafen, dass man fast die Kinder davor schützen möchte. Ja. Aber die halten sich dran, wenn sie den Sinn der Regel verstanden haben. Also die Sorge um, jetzt machen wir nur noch Anarchie und antiautoritär, teile ich nicht, weil die Strukturen einfach nicht so sind. Sondern es geht immer noch um ein bestmögliches Möglichmachen an Freiheit, an Selbstbestimmung innerhalb eines vorbestimmten Rahmens. Ich würde jetzt nicht von heute an sagen, wir machen jetzt alles nur noch und die Kinder, das wäre unrealistisch. Das würde ein langer Prozess sein. Ich selbst bin ein Verfechter der offenen Arbeit, das wissen alle, die mich kennen. Und ich denke, die offene Arbeit könnte ein Schritt dahin sein. Und ich würde mich von einzelnen Traditionen verabschieden mit dem Hintergedanken dafür, wem wollen wir denn eigentlich dienen? Und vielleicht ist die Frage bisher noch zu kurz gekommen. Wofür bin ich in den Beruf gegangen? Wir reden ganz viel über die Schule, ich habe es im Chat gesehen. Wir reden über die Eltern, ich habe es im Chat gesehen. Über die Kolleginnen und Kollegen. Aber wofür sind wir denn mal in den Beruf gegangen? Wir wollten, dass es den Kindern gut geht. Und da muss man manchmal wie ein Löwe kämpfen, Freiheiten für die Kinder einräumen, damit es den Kindern gut geht. Und dazu braucht es den Mut, sich mit Erwachsenen auseinanderzusetzen. Dann können die Eltern mich eben mal nicht leiden. Ich sage immer progressive Muskelrelaxation. Ja? Schultern hoch und Schultern runter. Ja, dann ist die Schule sauer auf mich. Aber wenn ich weiß, dass es den Kindern gut geht, dann erleben die Kinder eben etwas als Gegenpart dazu. Und ich glaube, die Kinder halten die Schule trotzdem gut aus, wenn sie zum Beispiel dann in der Ganztagsbetreuung im Hort dort einen Gegenpart erleben. Ja, und die können sich auch auseinandersetzen, die Kinder, die haben Mut. Anstrengende Kinder vielleicht für die Schule. Aber ich mag das so. Die Kinder haben es von mir gelernt, sich in den Strukturen, die sie da sind, durch Partizipation das Beste rauszuholen. Es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn wir mal meine Pflichtliste aufrufen. Ja? Mach mal gerne, ja. Ja, weil ich glaube, ich will jetzt nicht alles, sondern es gibt so ein paar Punkte, wo ich mir angewöhnt habe zu sagen, Malte möchte, dass an diesen Punkten gearbeitet wird. Über diesen Punkt wissen wollen können dürfen, erzähle ich gleich auch. Vielleicht gucken wir einfach noch mal eine Folie weiter. Das? Das sind die, genau, das Pflichtprogramm. Ein Pflichtprogramm. Mit Mut, ne? Minasches Pflichtprogramm. Aber da sage ich, da würde ich anfangen. Da würde ich anfangen, mit diesen Punkten. Und da können Sie mal überlegen, wenn Sie sagen, haben wir schon alles umgesetzt, Haken dran, Haken dran, Haken dran. Wunderbar. Dann mache ich mir um die Kinder in ihrer Einrichtung wenig Sorgen. Da ist das Programm schon ganz gut. Bitte, bitte, bitte überlegen Sie, welchen Sinn es macht, mit Kindern zu feiern. Das ist eine Belastung für die Kinder selbst. Entwicklungspsychologisch gefährlich, weil die Kinder große Probleme haben, Menschen wiederzuerkennen, wenn sich ihre äußere Gestalt ändert. Wenn Sie als Einrichtung sagen, wir feiern keinen Fasching mehr mit Krippenkindern, da würde mir das Herz schon aufgehen. Ich weiß, die Eltern fordern das und das ist eine lange Tradition. Aber für die Kinder nutzt es nicht und schadet ihr. Ich möchte, dass es in allen Kindergruppen gewählte Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher gibt. Das Wort Partizipation ist aufgetaucht. Es ist nicht der Regelfall, dass alle Einrichtungen bereits in allen Gruppen gewählt haben. Im Moment ein großes Thema, weil alle ein Beteiligungskonzept erstellen sollen müssen in der nächsten Zeit. Ich wünsche mir, dass es einen Kinderrat gibt, der sich trifft, der Entscheidungen trifft. Und auch die Kleinkinder, auch die Krippenkinder werden in die Wahlen mit einbezogen. Die werden sich nicht aktiv beteiligen, aber sie wachsen rein in Strukturen, wo ganz klar ist,
Alle Kinder werden befragt. Alle Kinder beteiligen sich mit. Wir wählen unsere Sprecher und die können Entscheidungen treffen, die für die Gemeinschaft eine wichtige Funktion haben. Für mich das Allerwichtigste, und daran messe ich inzwischen die Qualität einer Einrichtung, ist die Draußenfläche, der Spielplatz, der muss den Kindern immer zur Verfügung stehen. Und das ist immer die erste Frage, die ich stelle. Können die Kinder den ganzen Tag draußen spielen? Diesen Luxus, der so verloren gegangen ist, Achtung, Achtung, Ursula, jetzt kommt wieder Sozialromantik. Diesen Luxus, der da so verloren gegangen ist, dass die Kinder draußen spielen können den ganzen Tag, ist weg. Ich sehe Spielstraßen, Achtung, Fahrt 30 wegen unserer Kinder, aber das sind keine Kinder. Und die Jüngeren, die werden das sich gar nicht vorstellen können, wie voll die Straßen waren. Bitte, liebe Einrichtung, Sie können da etwas tun, was die Kinder sonst nicht mehr bekommen in der Form, nämlich den ganzen Tag draußen spielen. Und das gilt für mich in dem Sinne, eine Erzieherin ist immer draußen, ihr müsst nicht fragen, die Ursula ist draußen und ihr könnt draußen spielen. Wenn ihr euch hier drinnen auf die Nerven geht, der eine will was spielen, der andere will rennen, toben, schubsen. Ihr könnt das machen, beide. Freiheit und Verantwortung heißt das Stichwort. Ihr könnt es nur nicht im Laufen halten. Ja, Malte, da nur ein Stichwort auch. Draußenfläche dann nämlich nicht auch als Draußenfläche zu verstehen, sondern als Lernraum. Genauso wie der Innenraum ein Raum ist zum Lernen. Und da steht mir der Außenbereich genauso zur Verfügung. Das heißt eben, auch da ist dann der Anspruch zu sagen, so wie ich die Innenräume arrangiere und sage, das ist unser Lernraum, ist es draußen genauso. Und das geht auch nur, wenn der immer da ist und zur Verfügung steht. Da bin ich voll bei dir. Ja. Ja, ich denke immer, die Erzieherin, die dann immer sagen, nein, wir haben nicht genug Personal dafür. Dann sage ich, Sie haben immer genug Personal, den Drinnenraum abzudecken. Wieso nicht den Draußenraum? Und zum Glück gibt es in jeder Einrichtung eine Erzieherin, die von ihrer Waldkita träumt, ihre Naturkita, so eine Wind- und Wetterfrau. Ich komme da auch den Erzieherinnen entgegen. Nicht alle sind für drinnen gemacht. Ich möchte auch manche Erzieherinnen lieber den Tag draußen verbringen. Der Draußenraum muss genauso pädagogisch gedacht werden wie der Drinnenraum. Ja? Und das erleichtert mir das Leben sofort. Der Stress verschwindet. Die einen rennen, die anderen wollen still sich beschäftigen. Ich kann sie einfach auseinander schicken. Ne? Geht der eine dahin, der andere dahin. Die Kinder können auch draußen essen, die können auch draußen schlafen. Ich sehe das kein Problem. Das ist so eine Chance. Die Eingewöhnung ist mir sehr, sehr wichtig als nächster Punkt. Ja? Damit die Eltern verstehen, wie mein pädagogisches Konzept funktioniert, müssen sie mindestens 3 Wochen in der Einrichtung gewesen sein. Langfristig habe ich immer wieder festgestellt, die meisten Probleme, die meiste Kritik oder die meisten Anfeindungen kommen von Eltern, die pädagogische Arbeit nicht ausreichend erlebt haben. Wenn ich sehe, dass es meinem Kind in dieser Einrichtung gut geht, dass ich sehe, dass dem Kind gerecht wird, dass Beziehungen zu Erwachsenen da sind, dann wird dieser Wunsch nach Bastelarbeiten, der wird nachlassen. Dem Kind geht es gut. Ich sehe, das ist hier gut aufgehoben. Und dafür braucht es mindestens 3 Wochen. Bitte immer dran denken, die Eingewöhnung der Kinder ist in erster Linie die Eingewöhnung der Eltern. Erst wenn die Eltern eingewöhnt sind, wenn die sich wohl geschützt und sicher fühlen in der Einrichtung, erst dann klappt es, dass auch die Kinder sich in der Einrichtung wohl geschützt und sicher fühlen. Das ganze Drama um den Mittagsschlaf, meine Güte. Es gibt einen Schlafraum, da können die Kinder den ganzen Tag schlafen. Wenn Eltern sagen, lass mal mein Kind heute nicht so lange schlafen, ich kriege das abends immer so schwer ins Bett, dann stellen sich bei mir die Hörner auf, ne? Da werde ich dann extra sauer. Ja, ich muss nicht als die Kinder praktisch machen für die Eltern. Ich würde den Mittagsschlaf nicht als Pflicht bezeichnen, aber es sollte eine Mittagsschlaferzieherin geben, die dann mittags sagt, Kinder, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, ich gehe jetzt schlafen. Und die geht in den Schlafraum, die hat ihr eigenes Bett und sie soll da auch schlafen, die eine Erzieherin. Und in der Regel, die meisten Einrichtungen, die das gemacht haben, haben gesagt, seitdem war Mittagsschlaf kein Thema mehr. Die Kinder schlafen alle. Die Schlafwache ist tatsächlich eine der absurdesten Erfindungen, die ich aus der Pädagogik kenne. Ja? Die eine, die müde ist, muss wach sein. Die, die wach sind, die müssen schlafen, das passt nicht. Ja? Schlaft und hab Spaß dabei. Bitte, bitte, gerade beim Essen würde ich die Regeln so liberal wie möglich machen. Der Altersbereich der Kinder, den wir hier betrachten, von 0 bis 12, die verstehen den kulturellen Wert des Essens und den Hunger der Kinder in Afrika. Dieses hypothetische Denken, das dockt bei den Kindern nicht an. Das Essen ist ein Spielmaterial wie alles andere auch. Und ich würde da jeden Druck rausnehmen. Die Kinder können essen, was sie wollen. Wer nicht essen will, soll nicht essen. Die Kinder können auch nur den Nachtisch essen. Wenn zu wenig Nachtisch da ist, gibt es in den Kinderrat Entscheidungen darüber zu treffen. Aber schon dieser Kampf um den Kostehappen oder diesen Probierklecks zeigt mir, dass es da eher um Macht geht. Ja, wer gewinnt jetzt in der Sache?
Und ich will nicht, dass pädagogische Arbeit zu einem Machtspiel wird. Wir haben viele Essstörungen bei Kindern, Jugendlichen heute, weil die gelernt haben, dass man mit Essen Druck ausüben kann auf die Erwachsenen und umgedreht. Deswegen bitte, iss es oder lass es sein. Die Erwachsenen müssen das gleiche Essen essen. Bitte machen Sie sich eine Notiz. Das grundsätzliche Prinzip der pädagogischen Arbeit ist Vorbildwirkung. Wenn ich will, dass die Kinder essen, muss ich das gleiche Essen essen. Wenn ich will, dass die Kinder schlafen, muss ich schlafen. Wenn ich will, dass Kinder draußen eine Mütze aufsetzen, muss ich eine Mütze tragen. Wenn ich möchte, dass die Kinder eine Matschhose anziehen, muss ich eine Matschhose tragen. Diese Vorbildwirkung, die wird aus meiner Sicht noch etwas zu wenig genutzt. Streichen Sie alle Feste, bei denen das Interesse der Erwachsenen größer ist als das der Kinder. Die ganzen Feste und Feierlichkeiten, so nett sie sind, aber für die pädagogische Arbeit mit den Kindern, für die Zukunft und die Vorbereitung auf das Leben, haben die Feste eine sehr geringe Funktion. Und wenn Sie sich dann überlegt haben, was ich alles gestrichen habe, es wird nicht mehr Feste gefeiert, es wird kein Morgenkreis mehr gemacht, die Angebotszahl ist reduziert zugunsten des Freispiels, die Kinder, die können den ganzen Tag draußen spielen, brauchen mich nicht. Dann frage ich mich, wenn ich mich dann frage, wann habe ich denn meine Arbeit gut gemacht, dann kommt für mich für diesen letzten Punkt eine besondere Bedeutung zu. Bitte weisen Sie nach, dass Sie mit jedem Kind an jedem Tag mindestens 5 Minuten mal alleine zusammengesessen haben. Das ist für mich der zentrale Anspruch der Selbstbildung. Dass ich sagen kann, ich habe am Thema des Kindes gearbeitet, dann muss ich mit jedem Kind an jedem Tag 5 Minuten gesprochen haben. Das wäre für mich das eigentliche Ziel. Alles Gebastel, alles Geprickel, alle Vorgaben und Strukturen und Rituale, die sind dem aus meiner Sicht nachgeordnet. Wenn ich am Ende des Tages sagen kann, ich habe nicht nur mit den lauten und frechen, sondern auch mit den stillen und braven Kindern zusammengesessen und wir haben einfach über das Leben erzählt. Ich habe eine Folie mit eingefügt, die werden Sie dann finden, wo es um die Selbstbildung geht. Ich habe also mit jedem Kind, Mensch Ursula, wir haben heute noch gar nicht geredet, setz dich doch zu mir. Welche Themen beschäftigen dich derzeit? Was möchtest du gerne wissen, was du noch nicht weißt? Was möchtest du gerne können, was du noch nicht kannst? An welchen Themen arbeitest du gerade? Wenn ich das mit jedem Kind an jedem Tag 5 Minuten lang gemacht habe, dann kann ich mir am Ende des Tages beruhigt über die Schultern streichen und sagen, ich habe meine Arbeit gut gemacht. Ich habe meine Arbeit an den Themen der Kinder ausgerichtet, weil ich weiß die Themen der Kinder. Und das ist ein langer Weg bis dahin. Diese Gesprächsführung mit allen Kindern, die ist für mich das zentrale Thema der Arbeit, weil dort beginnt die Selbstbildung. Und darf ich nochmal was Sozialromantisches sagen? Was Sozialunromantisches, Ursula? Natürlich. Machst du mal bitte die Folie auf mit diesen 3 Fragen? Sehr gerne. Ja? Mit welchen Fragen meinst du, die wir am Anfang hatten? Ich blätter nochmal vor. Blätter mal eben selber. Ich weiß gerade nicht, welche du meinst. Dieses Definition der Selbstbildung. Ja, was möchtest du gern wissen, was du noch nicht weißt? Was möchtest du gern können, was du noch nicht kannst? An welchem Thema arbeitest du gerade? So als Fahrplan, ne? Man wird das mit Krippenkindern anders besprechen als mit den größeren Kindern. Aber so als Fahrplan für diese 5 Minuten an jedem Tag. Ich kann nur sagen, bei der ganzen Fremdbildung, die ich bekommen habe, was man mir alles beigebracht hat und wo ich vieles davon vergessen habe. Ja? Ich sage immer, manches hat schon nach der Leistungskontrolle mein Leben für immer verlassen, durch die Schuhe aus mir rausgeflossen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass mal eine Lehrerin oder eine Erzieherin sich zu mir gesetzt hätte und gesagt hätte, Malte, bei dem Ganzen, was wir hier so tun tagtäglich, ich habe dich auch noch gar nicht gefragt, was möchtest du denn gerne wissen, Malte? Was möchtest du denn gerne können? Welche Themen beschäftigen dich derzeit in deinem Leben? Was hält dich nachts wach? Worüber denkst du nach, Malte? Nicht ein einziges Mal. In der Kindheit nicht, in der Schule nicht, in der Ausbildung nicht, im Studium nicht. Die wussten immer, was ich wissen soll. Die wussten, welche Themen ich zu haben habe. Die wussten, was ich zu können habe. Aber dass man wirklich sich jemand Zeit genommen hat und mit mir so geredet hat, ist nicht passiert. Und ich hoffe, dass es den anderen anders geht. Dass sie sagen, sie hatten Erzieherin, die sich dazugesetzt haben, sich Erzählten haben lassen, ohne einzugreifen. Ich hoffe, dass es den anderen anders geht. Aber vielleicht verstehst du meine Leidenschaft dafür so sehr. Weil ich begehe in ganz vielen Punkten mit. Ich habe jetzt in einer Kita. Und dann willst du wieder querschießen, ne? Bestimmt. Bitte? Jetzt willst du wieder querschießen. Nein. Ich wollte das sogar noch bestätigen. Ich war jetzt in einer Kita, die ich auch über längere Zeit begleiten durfte. Und wir haben das ähnlich gemacht. Wir haben die grundsätzliche Absprache im Team gehabt. Projekte entstehen nur noch damit, dass wir damit beginnen zu sagen, was wollt ihr wissen? Die haben die Kinder gefragt. Zum Beispiel Unterwasserwelt war das Thema mal als Beispiel. Und dann wurden die Fragen der Kinder aufgeschrieben. Und dann kam immer als Grundsatz die zweite Frage hinterher, was denkst du darüber?
Und gucken, was ist in den Köpfen drin. So, und dann die dritte Frage, wenn man weiß, was die darüber denken, kann das ja sein, dass es richtig ist oder auch die auf dem falschen Pferd sitzen. Dann die dritte Frage, und wo kriegen wir Informationen daher? Also sich gemeinsam auf den Weg machen. Das ist auch für mich so dieser Motor für Selbstlernungsprozesse. Und ich bin selber lustvoll, weil ich Lust habe, mit den Kindern auf Entdeckungsreise zu gehen. Und am Ende das Resümee, nämlich was haben wir gelernt und was wissen wir jetzt? Ja. Und das ist so ein schöne, so ein fünf Dinge, an denen man sich entlanghangeln kann und wo ich denke, das ist für mich partizipatives Vorgehen, sich wirklich auf die Kinder fokussieren und gucken. Und ich bin ja als pädagogische Fachkraft dann der Wegbegleiter und ich darf aber auch Fragen stellen. Mich interessieren auch Sachen, nur ich komme dann in einen anderen Kontext mit den Kindern. Ja. Ich habe jetzt nicht verstanden, war das ein Einzelgespräch oder ein Gruppengespräch, was du gerade beschrieben hast? Die Fragen? Ja. Sowohl als auch. Ja, weil mir liegt immer sehr viel am Einzelgespräch. Ja. Viele Kinder sich in der Gruppensituation eher nicht äußern. Ja, das kann ich verstehen. Meine große Sorge sind immer die stillen und braven Kinder. Ja, und ich glaube auch. Die leiden eher an den frechen Kindern, da sage ich, Schlingel werden Bosse, um die muss ich mir keine Sorgen machen, sondern die stillen und braven. Und wenn du manchmal im Einzelgespräch. Und wenn du die Kinder natürlich fragst, was denkst du darüber, dann gehst du natürlich auch in den Einzeldialog. Ja. Und gleichwohl muss es aber auch handelbar sein. Ja, also so, dass man sagt, das muss ich ja jetzt auch mal die Lanze brechen, dass man nicht immer 1:1 reden kann. Das wäre toll und das würde ich auch jedem Kind wünschen. Deswegen bin ich bei den U3 immer, dass ich sage, die wichtigste Zeit am Tag ist die Wickelzeit. In meinem Fall der einzigste 1:1 Kontakt, wo ich mir wirklich Zeit nehmen kann. Super Möglichkeit zu sagen, wir stellen eine Sanduhr auf, umdrehen. Diese 5 oder 6 oder 7 Minuten, wo der Sand durchläuft, die darfst du dir nehmen für das Kind. Und schon für mich ein super Qualitätsstandard zu sagen, da komme ich dahin. Ja, vielleicht nochmal als Erklärung auch für die Anwesenden. Da kommt nochmal dieser Punkt Pädagogik und Psychologie. Weil Psychologen gucken immer auf den Einzelfall. Ne? Ja. Die Pädagogin hat die Gruppensituation in den Blick zu nehmen. Nur, aber auch. Da reden wir manchmal aneinander vorbei. Ne? Die müssen auch den Alltag für eine größere Gruppe von Kindern gestalten, müssen alle zu ihrem Recht kommen sehen. Während ich dann sage, mir ist dieses Einzelgespräch wichtiger. Wobei ich sage, jetzt mal ganz rechnerisch, wenn ich 20 Kinder in der Gruppe habe und ich sage 5 Minuten mit jedem Kind, das wären 20 mal 5. Muss ich mal rechnen. 2 mal 15, 10. Das wären 100 Minuten. Das wäre ein bisschen mehr als eine Stunde. Das geht. Das geht. Also wer basteln kann, der kann auch 100 Minuten mit Einzelarbeit verbringen. Ja? Muss ich mir nur meine Prioritäten anders setzen und den Tag auch einrichten. Und es ist in erster Linie Beziehungsgestaltung. Weil es ist ja keine Garantie dafür da, dass das Kind, sobald ich mich zu ihm setze und sage, wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, dass das Kind auch automatisch mir anfängt zu erzählen. Das heißt, wir müssen auch nochmal gucken, wie machen wir die Struktur mit den Erzieherinnen? Können die Kinder sich ihre Bezugserzieherin selbst aussuchen? Kann das möglicherweise auch wechseln, wenn es mal nicht so gut läuft? Das heißt auch, wir müssen uns von den sehr starren Strukturen der gruppenbezogenen Arbeit verabschieden. Aber das sind weite Wege. Und vielleicht gucken wir nochmal auf diese 4 Schritte, die man gehen muss, damit man Veränderung initiiert. Das finde ich schön. Das ist, glaube ich, nochmal ein guter, jetzt auch zum Ende hin, ein gutes Schlussstatement. Es ist noch jede Menge Material drin und das sind so Gedankenanstöße für Sie. Es sind Materialien mit drin, wie die Zukunft aussehen könnte. Ich habe ein bisschen auch reingeschrieben, ich habe die Zeit genutzt oder die Möglichkeit genutzt, auch mal aufzuschreiben, was ich mir wünsche. Ne? Genau. Das kriegen Sie alles als Paket gepackt. Und das richtig, wir packen es wieder auf die Landingpage für alle, die danach fragen, dass man es wieder runterladen kann. Genau. Es sind auch Literaturtipps drin, wo man ein bisschen weiterlesen kann. Aber diese 4 Punkte, das ist es, was Entwicklungspsychologen als Wege zur Veränderung beschreiben. Das heißt, ich sage mal ein Beispiel. Kein Fasching für Krippenkinder. Jedes Jahr wieder die neue Diskussion. Und wenn sich ein Team jetzt auf den Weg macht, dann muss jede einzelne Kollegin für sich entscheiden, wollen wir es machen, wollen wir es abschaffen, den Fasching für Krippenkinder? Der erste Schritt, das ist so eine, wenn sie es bisher machen, ne, den Fasching, der erste Schritt, damit so eine Veränderung passiert, ist Wissen. Ich muss wissen, warum ich es abschaffen soll. Ich muss wissen, was in der Entwicklungspsychologie gesagt wird, wie die kleinen Kinder so ticken, was ich weiß über die Denkentwicklung. Ich muss mich mit Fachliteratur auseinandersetzen. Ich muss erstmal den Gedanken in meinem Kopf bewegen, dass es etwas auch anderes gäbe. Wissen. Und dann ist es in meinem Kopf abgespeichert. Wissen, es ginge auch anders. Und dann ist noch nichts passiert. Weil der zweite Schritt ist dann entscheidend. Will ich denn anders arbeiten als bisher? Will ich mich von den Traditionen verabschieden? Habe ich den Mut, will ich tatsächlich meine pädagogische Arbeit anders gestalten als bisher? Und dieser Prozess des Wollens oder Nichtwollens, das ist das, was am schwersten von außen zu beeinflussen ist. Es wird Kolleginnen und Kollegen geben, die wollen einfach nicht anders arbeiten als bisher. Die wollen nicht. Und man kann den Hund nicht zum Jagen tragen. Wer nicht will, der will nicht.
Da bleibt mir manchmal nur als Außenstehender dann zu sagen, dann macht's weiter wie bisher, aber seid auch nicht stolz drauf. Wenn aber die Einrichtung sagt oder die Kollegin sagt, ich weiß, dass es anders geht und wir wollen es anders machen, dann geht der schönste Teil los. Weil dann redet man darüber, wie man es machen könnte. Handwerkszeug, ja. Was könntet ihr denn machen? Wir könnten das mal ausprobieren und wir könnten das mal ausprobieren. Und da kann man auch mal Sachen machen und mal sagen, wir haben vielleicht falsch gemacht, dann machen wir es nochmal anders. Aber wenn man über das Können redet, dann ist die Entwicklung schon im vollen Lauf. Ich habe lange den Fehler gemacht, dass ich erst gesagt habe, wie man es machen könnte. Und ich habe dann zu spät gemerkt, ja, aber es wurden mir 1000 Gründe genannt, warum das nicht geht. Ich habe das vorgeschlagen, ja, aber das geht deswegen nicht. Dann habe ich was anderes vorgeschlagen, ja, aber das geht deswegen nicht. Und ich habe zu spät erst gemerkt, wir reden gerade nicht über das Können, wir reden über das Wollen. Und wer nicht will, der findet 1000 Gründe, warum er es nicht macht. Ja? Also erst muss das Wollen geklärt sein und dann über das Können. Und dann kann es eine Kollegin geben im Team, die weiß, dass man anders arbeiten kann, die will anders arbeiten und die kann anders arbeiten. Aber in dem Team, in der Einrichtung, wo sie sich befindet, darf sie nicht anders arbeiten. Da kommt das ganze Team ins Spiel. Wir müssen uns auch gestatten, anders arbeiten zu dürfen als bisher. Die soziale Kontrolle durch die Eltern, durch die Schule, aber auch durch die Kolleginnen und Kollegen im Team selbst, die ist zum Teil sehr stark. Erst wenn Wissen, Wollen, Können und Dürfen umgesetzt ist, erst dann kann die Veränderung passieren. Bitte überprüfen Sie sich bei jedem einzelnen Thema der Veränderung, wo hakt es bei uns? Ist es ein Wissensproblem, dann brauchen wir mehr Informationen. Ist es ein Wollensproblem, dann müssen wir uns um Motivation klären. Ist es ein technisches Könnensproblem, dann müssen wir Sachen ausprobieren. Oder ist es ein Dürfensproblem? Lassen wir tatsächlich auch andere Arbeit zu bei uns im Team. Und dann, wenn alle 4 Schritte geschafft sind, dann muss man es nur noch machen. Sich auch trauen, den letzten Schritt. Ne? Dann muss man es auch umsetzen. Das fand ich jetzt gerade sehr beeindruckend, das nochmal so in der Kürze und auch als so prägnant zu sehen. Und ja, ich habe mich die ganze Zeit nämlich eben gefragt, wie geht man damit um? Es sind ja immer diese Widerstände, die ich ja auch erlebe, wenn ich Teams begleite. Aber da nochmal sich so dran entlang zu hangeln, weil da hast du wirklich 4 Möglichkeiten einzuklinken und im Grunde dich damit zu beschäftigen, wo stehen wir denn gerade und wie ist unsere Haltung dazu? Geht übrigens auch auf die Entwicklung der Kinder. Wenn ich bei einem Kind Stillstand sehe in einem Bereich, wieder die 4 Fragen rausholen. Wissen, wollen, können, dürfen. Wenn ein Kind bestimmte Sachen nicht leistet, ja, liegt es daran, dass es nicht weiß, wie es geht, nicht will, nicht kann oder vielleicht auch in der Kindergruppe oder in der Erwachsenengruppe nicht darf. Das heißt, dieses Wissen, wollen, können, dürfen, das würde ich mir als Handwerkszeug für alle Fachkräfte wünschen. Weil immer, wenn Veränderung zum Stillstand kommt, ob bei den Kleinen oder bei den Großen, lohnt es sich, in diesen 4 Bereichen zu suchen. Weil die pädagogische Arbeit wäre dann jeweils anders. Je nachdem, wo der Stillstand auftaucht. Okay. Ja, ich glaube, mit Blick auf die Uhr, wir könnten noch 2 Stündchen weiter plaudern. Und da sind auch noch ganz viele Ideen und auch Statements im Chat aufgeplöppt, wo wir jetzt hingucken könnten, das in Angriff nehmen. Leider ist eine Stunde schnell weg. Ich danke dir für die Zeit, für deine Statements, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle reiben durften. In vielen Dingen gehen wir, glaube ich, in die richtige Richtung, beide gleichsam. Gleichwohl gucke ich noch mal ein bisschen pädagogischer und du noch mal ein bisschen psychologischer. Und ich hoffe, ich verstehe es nicht. Woran liegt denn das? Und ich hoffe, dass ihr alle ein bisschen was aus diesem Gespräch mitnehmen könnt, wo ihr sagt, da habe ich Lust, jetzt in meinem Team nochmal drüber zu reden. Vielleicht auch diese 4 Schlagworte, die ja sehr einprägsam sind, sich mal eine Zeit lang an die Wand hängen im Mitarbeiterraum oder in den Schrank, um zu sagen, da gucke ich nochmal drauf. Ich fand das gut, auch gerade am Ende nochmal deine Übertragung, auch mit Blick auf die Kinder, wo man ja auch manchmal steht und sagt, warum ist er so und was können wir denn noch machen? Und das war ein tolles Handwerkszeug. Vielen Dank dafür. Ja, ich bedanke mich, dass ihr alle dabei gewesen seid heute Nachmittag und gucke jetzt schon auf den nächsten Talk, weil wir gehen jetzt natürlich auch erstmal in die Sommerpause, machen eine kurze Auszeit des Kräftesammelns, des Energietankens, des sich gut gehen lassen. Ich hoffe, dass es auch bei euch jetzt sehr zeitnah soweit ist und ihr diese Zeit auch für euch nutzen könnt. Freue mich, wenn wir uns dann im Herbst wiedersehen. Unser nächster Talk ist am 20. September. Wir haben nochmal Professor Jörg Maywald eingeladen. Der letzte Talk war da auf ganz große Resonanz gestoßen und wir haben ihn diesmal unter die Überschrift gestellt, die gewaltfreie Kita.
Anspruch und Herausforderung. Da freue ich mich schon sehr drauf und würde mich freuen, wenn ihr alle wieder dabei seid. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann wieder, die gleiche Zeit, der gleiche Ort, Dienstag, 15 Uhr, 20. September. Vielleicht tragt ihr euch das gleich in den Kalender ein, würde mich sehr freuen. Lieber Malte, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir jetzt auch einen ganz schönen Sommer, eine ganz gute Zeit. Bleib gesund und fröhlich. Und in diesem Sinn euch allen einen ganz schönen Feierabend. Macht's gut und bleibt gesund und wie immer fröhlich. In diesem Sinn, ciao, ciao.